Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei einer neuen Aufnahme vom Community Server. Ihr wollt bestimmt wissen, warum hier so komische Geräusche im Hintergrund sind und hier 2016 so vor uns ist. Wenn ich mich mal absenke, sind zwei Gäste bei uns, nämlich einerseits zu meiner Linken die Ali Hallo. und zu meiner Rechten der Igel verstreute Dune. Hallihallo. Wir hatten nämlich gerade ein kleines Problemchen mit ein paar Skeletten. Monster. Im Hintergrund hört ihr vielleicht nur ein bisschen die Schocke lachen, aber das stört euch wahrscheinlich nicht. Genau. Ja. Ich habe die zweimal eingeladen. Beziehungsweise habe ich ein Dude hat mich mal angeschrieben, ob wir mal zusammen wieder was machen wollen. Und da habe ich geantwortet, können wir ja mal machen. Und da haben wir uns hier getroffen. Die Annie ist zufälligerweise aufs CS gekommen und macht da einfach mal mit. Jo. Genau. Unser heutiger Plan in dieser Folge sind kleine Vorstellungen. Hintergrund wird er noch eine Timelapse sehen von eventuellen Botschaften, die die zwei noch errichten werden. Jawohl. Könnt ihr euch schon mal drauf gespannt sein, wenn ich es nicht vergesse? Und ihr das vorne dran schon gesehen habt und euch die Folge zu lang ist und das ein zweites Mal irgendwann schauen wollt, ist in der Beschreibung auch noch mal eine Zeit verlinkt, wo ihr draufklicken könnt und automatisch vorgespult wird. Wünsche euch viel Spaß und wir fangen an im örtlichen Garten, ein kleiner Freizeitpark entstanden ist und da wollen wir mal hinschneien. Dann Alles folgt klar. Mir mal unaufhörlich. Werden wir machen, ja. Zack. Oh, nicht so schnell laufen. Hallo Schaf. Huch. So. Muss er ja meinen Zuschauern zeigen, dass diese Schrift nicht so verpixelt ist, wie es ausschaut. So, dieses Gebäude, das ist zum Gunsten entstanden und zwar ein oder zwei Tage später, nachdem Obazeron im Moorbrück ein Bürgerhaus errichtet hat. Das ist, glaube ich, auch so gut wie möglich originalgetreu nachgebaut worden, sogar mit Türmchen. Dort oben sieht man das so ein Ja, sieht bisschen. man. Ja, Daumen. Und ich werde mal ganz kurz den Tag einschalten. Genau. Alles klar, du hässlicher Zombie. Sehr gut. Wenn wir dort reingehen, haben wir hier den Empfang. Schön. Oh, da ist ein badendes Hütchen. Oh. Ein badendes Hühnchen, genau. Ist unser Jawohl. Orakel sozusagen. Oh, klasse. Das Huhn-Orakel. Ah, das ist ja spitze. Hier drüben ist die Schule, die wir noch ein bisschen aufgepäffelt haben. Ich glaube, Zeron hat die ohne diese Loren-Idee. Die kam nämlich erst später ins Treibenland. Nämlich, wo ich und Serlo die Wetterstation gebaut haben. Oh, ich habe ein Schild. Sehe ich jetzt erst. Genau. Ja, wie konntest du dich da reinsetzen? Das ist eine Lore, ne? Ne, ich kann ihn nicht anklicken. Damit Rechtsklick. Sorry, but you can't write that here. Also, das ist gut möglich. Okay. Wo habe ich denn jetzt das Schild her? Das Schild, du bist wahrscheinlich mit 1.9 gejoint, ne? Ja. Das kannst du nicht aus deinem Inventar rausnehmen, das ist vorinstalliert. Okay. Anni ist schon, genau. Korrekt. Ach, Fein. alte Zeiten. Das war noch Zeiten. So, jetzt aber genug hier. Genug Genau, gelernt. da ist hier der Empfang. Da ist, glaube ich, auch was drin. Ja, ist ein bisschen Gruß drin. Die Ja, Grußkiste. sehr gut. Wahrscheinlich mein Inventar ausgeleert. Ja. Weil es ist ja zu 100%ig im Survival entstanden, kann ich schon mal verraten. Das ist natürlich
Dann gibt's bewundernswert, dass da nur eine Kiste existiert, wo dann so komisch überbleibt. Genau. In der ersten Etage ist hier ein Verzauberungsraum. Zumindest offenes Kabinett, hier eine große Bilderwand. Ich glaube, gab es hier einen Geheimeingang? Nee, gab's nicht. Dann war hier mal eine Karte dran. Ich betone mit war, weil die irgendwie durch ein Update da verloren gegangen ist, wo wir das Netzwerk wieder aufgepäppelt haben. Natürlich schade. Hier habe ich eigentlich noch geplant einen großen Konferenztisch, den habe ich wahrscheinlich nicht gebaut. Auch schön. Hier ist die große Oma. Hier ist ITV. Aber ITV ist gerade aus, ne? ITV ist gerade aus. Ist sogar HD, steht dran. Siehst du mal. Kann man mal sehen, ne? Ja. Der Fortschritt hält nicht an. Genau, dann ist hier noch ein Raum. Was ist das? Privat? Was ist da drin? Nix. Privatgemächer. Ah ja, hinten kann man noch lang. Aber auch nicht. Ich glaube, hinten ging von Zeron irgendwie eine Leiter noch nach oben. Nee, hier geht eine Leiter nach oben. Ja, aber hier hinten war glaube ich auch eine Leiter noch bei Zeron. Echt? Ich hab die woanders hingesetzt. Ach so, naja gut. Ja, hier oben habe ich glaube ich auch noch nichts, ne. Ja. Nö. Genau. Man muss ja auch nicht, ne? Und dann kann man hier noch hoch auf den Turm. Hier ging das hoch. Ah, hier geht's noch runter, hier geht's noch runter. So. Kisten über Kisten. Ich habe ein Geheimfach gefunden. Ah, hier geht's zum Turm. Zum Türmchen. Ei. Hier müsst ihr aufpassen, ihr könnt da runterstürzen. Achtung. Oh, da bin ich ein Kandidat für. Cool. Ja, da musst ich du auch. Ganz, ganz langsam. Ganz langsam musst du das angehen lassen. Genau. Viel ist hier noch nicht gebaut, aber hinten ist der Freizeitpark, den sieht man schon so ein bisschen. Ja. Muss noch mal auf den Dune. Die Holzachterbahn, die hat mich 3 Wochen im realen Leben Wochen gekostet. Und ist sie fertig schon? Die ist fertig auf jeden Fall. Die kann man auch fahren. Cool. Und neben den McDoof ist es so ein Pilzkarussell. Das habe ich zugunsten des Weihnachtsmarktes in weiter Ferne von allen zu Operations dort Aktion im Weihnachtsdorf gemacht. Mhm. Ich weiß gar nicht, Zimtsternchen hieß das Dorf, aber irgendwie sowas. Da hat er auch so ein Pilzkarussell gebaut. Dahinter, da seht ihr so ein bisschen Eis auf dem Fluss, da ist im Winter immer Schlittschuhlaufen, aber wir haben ja keinen Winter. Da ist das weggeschmolzen, nur das Packeis da. Genau, ansonsten müssten hier unten Dorfbewohner sein, darum ist auch das Feld da und ein Brunnen. Weiter ist ja noch nichts so Wirkliches. Und die Straße ja eben. Die verbindet ja sozusagen Nord und Süd. Wenn ihr hier, genau, ihr könnt euch draufstellen und unten ist Wasser, wenn ihr da draufklickt, könnt ihr hier runterspringen. Na! Oh, das war spannend. Genau. Komm lieber zu Fuß. Heute ein wenig wasserscheu. Ach ja. Mag nicht nass werden. Meine Frisur. Ich stehe in dir. Ja. Ich hab's gemerkt. So. Ja, schick. Achterbahn. Juhu. Ach, hier ist der Enderman. Fieser Mistkerl. Genau. Ist das Schild wieder weg? Das, oh, da ist das Schild? Was verkauft die Fleisch? Will die haben. Weiß gar nicht, hab ich das ja schon eingerührt? Ja, hab ich. Hier kann man Sachen kaufen. Mhm. Und hier hinten ist ein Schaf, das ist der Stammkast. Wo sehe ich denn, wie viele Eileen, wie viel Geld du hast mit / Balance oder / Money?
Wir wollten den Slash-Befehl eigentlich mal umändern in Slash-Moneten, aber das ging leider nicht. Ich habe noch 100... 1000. Anni hat noch nichts ausgegeben. 1000 ist der Anfangsbudget, was man zur Verfügung gestellt kriegt. Sehr klasse. Ich habe noch meine 113.000. Haben mir nur so ein paar Backkartoffeln geholt. Genau, hier ist das Karussell, das macht auch Töne. Echt? Geil. Ja. Eine Lore gibt's aber nicht gratis dazu, ne? Die Lore, die kann ich euch geben. Ja. Upsala. Upsala, so. So. Ja, bestimmt. Wer will innen, wer will außen? Ist mir egal. Das ist dir egal, okay. Dann nehme ich außen. Ich auch. Oh! Hui! Verdammt! Oh, das wird aber ja schwindelig. Ja. Sehr gut. Den ganzen Tag lang. Ja, nee, jetzt gut jetzt. Was denkst du, warum da keine Loren sind? Da waren nämlich mal auf jeder Bahn drei Loren, ne? Innen sowie außen, also sechs Loren. Weil die Dorfwohner sich da immer reingesetzt haben, habe ich gesagt, boah, das geht mir so auf den Sack. So, wo ist die Anni? Hier, hinter dir. Hinter dir. Ja, ich weiß. Weg damit. Ja, sehr gut. Dann zur Achterbahn. Ich finde die Idee großartig mit einer Holzachterbahn. Ja, ne? Die schaut auch super aus. Die sieht hammer aus. Die ist auch komplett aus Holz. So, hier ist der Eingang. Da muss man hier ums Eck. Ja. Hier stehen zwei Loren. Könnt ihr euch ja mal die eine noch abbauen. Links von euch, also genau wo du jetzt hinguckst, da ist Stadt. Also, da sind okay. Du musst einmal nach hinten fahren. Und die hier abbauen. Genau, die kannst du abbauen, oder? Ich starte mal nicht. Ich Warte, noch nicht starten? Ich verfolge euch mal. Ah, verflixt. Wow. So. Aha, es geht. Und jetzt geht's aufwärts, ich hab's befürchtet. Ach Gottchen, oh Gott, oh Gott. Ach du Sch... Die Anni, ihr dürft euch nicht bewegen, also dürft nicht die W-Taste drücken. Ja. Das ist ganz wichtig. Okay, einfach die Fahrt genießen. Ja, einfach die Fahrt genießen. Nicht bewegen. Oh, ist das schön hier oben. Ich hab die Anni verloren. Ja. Ja, ich komme. Da ist der Duna. Jetzt geht's ab. Oh mein Gott, jetzt geht's ab. Jetzt hier. Wow. Wird immer langsamer bei mir. Ja, nicht bewegen. Das klappt schon. Alles eingeplant. Jetzt bin ich schon wieder so weit oben. Ah. Der arme Magen. In Wirklichkeit dürfte ich da gar nicht drin sitzen. Und jetzt bin ich glaube, ich bin wieder fast spei. Ich bin durchs Haus sogar noch durch. Wie geil ist das denn? Ja, das stand da im Weg. Ah, ich bin wieder gelandet. Können wir gerne nochmal eine Runde fahren, weil ich glaube, meine Zuschauer haben das auch noch nicht gesehen. Ui. Da kommt die Anni. Cool. Ja. So. Dum, dum, dum. Ach nee, falsch. Ich bin gerade falsch gelaufen. Auch gut. Das kann mal passieren. So. Kannst dich gerne nochmal mit reinsetzen? Ich nicht mehr. Ich mach das nochmal. Genau.
Fahren mal zurück. Ich warte. Und sagen, los, komm mal an, hier, wuhu! Genau, nochmal zurückfahren. Jetzt hier, wuhu! Jetzt, klappt das. Na super, nee, hat nicht geklappt. Bei mir hat's schon geklappt. Die Fahrt, das müsste man echt mal stoppen, wie lange die dauert. Ich find's ganz schön lange eigentlich. Ja, kann ich ja mal gucken. Weil ich habe gedacht, so eine kurze Achterbahnfahrt, das kann jeder, aber mal so eine richtig lange. Ja. Dann habe ich schon, ja, hier kannst du auch noch unten drunter durch und... Ja, vor allem das Coole ist, du kannst sie ja jederzeit noch ausweiten. Oder noch eine Tochterstrecke daneben bauen. Genau. Soll ja auch mal ein großer Freizeitpark werden. Es soll noch eine Wildwasserbahn und alles Mögliche entstehen. Ja, das fehlt mir noch. Siehst du, wie so bei Rollercoaster Tycoon, dass genau. du solche Wasserrutschen bauen kannst. Das fehlt mir noch für Minecraft. Ja, jetzt sind zum Beispiel auch die Glocke läuten im Hintergrund, also die Kirchenglocke, weil es Nacht ist. Richtig schön. Also für alle, die neuen zuschauen, in diesem Texture Pack gibt es veränderte Notenblöcke. Die sind Texture Pack basiert, wurde hinzugefügt. Und die klingen wie Glocken. Dong, dong. Genau, ich bin wieder zurück. Der Dune müsste auch jeden Moment kommen. Ja, ja, ich bin schon fast da. Letzte Kurve und halli, halli, hallo. Man kann auch als eben Wart die komplette Strecke ablaufen zu Fuß. Mhm. Muss man ganz kurz wieder Tag machen. So. Muss man ganz kurz den Aufstieg suchen. Da muss er auch irgendwo sein. Ja, wo war er denn? So viel Holz und keiner weiß, wo es losgeht. Hier ist er. Da könnten wir ja eigentlich theoretisch alles hier ablaufen. Okay, ja, wie, nicht schlecht, ne? Wie in der wirklichen Achterbahn eben auch. Man muss eben hier nur aufpassen, dass hier gerade nichts kommt. Aua. Aua. Man kann eben auch nur in eine Richtung laufen. In Wirklichkeit gibt es eben da die Möglichkeit zwischendurch auch aufzusteigen. Hier muss man aufpassen, dass man nicht runterfällt auf der einen Seite. Ja, ne? Da habe ich aber deshalb die Zäune wegen der Aussicht weggelassen. Ja, da müssen wir ein bisschen springen, wegen dem Notenblock. Ah. Da hast du gedacht, da geht's oben weiter. Ja. Eigentlich geht's hier weiter. Ups. Hier tut man da lang gehen. Ja, erst so. Mal ins Wasser gefallen. Und dann hier hoch. Oh, hier musst du höllisch aufpassen, dass du nicht runterrauscht. Weiß gerade nicht, wo der Dune ist. Ich bin schon beim Haus. Ach ja, ich weiß, wo du meinst. Da fliegt bestimmt der Anni gleich runter. Da wartet ihr doch nur drauf. Geht zu. Niemals. Hier ist eine Tür, die muss zu sein. Achso, die Anni kommt. Toll, hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter? Und übrigens ist deine Schiene hier. Ist ja sowas von übel spektakulär. Ja, na cool, oder? Das ist das beste Schienenstück ever. Jo. Ich kann dir sagen, worum sie nicht weitergeht, weil ja nur enter this land. Ey, Anni, bist du denn? Was denn? Schon weg, ja. Was war denn das hier? Das war genau so ein Teil. Liebe Freunde, so leid es mir tut, ich muss den Shader ausmachen. Es tut mir gerade zu sehr ruckeln irgendwie. Das ruckelt mir zu sehr. Passiert. Das ist schlecht. So. Kann ich euch nämlich viel bessere Qualität zeigen vom Video. Ohne Shader allerdings, aber es ist bessere Qualität. Na dann ist doch gut. Weil dann ruckel ich auch nicht so. Jetzt kann ich mich nämlich wieder flüssig bewegen, weil ihr seht, es geht auch flüssig. Nicht, dass ihr denkt, ja, warum ruckelt denn das so ein bisschen? Genau. Default sieht so alles blöd aus irgendwie. Na egal. Wenn man sich einmal den Shader gewöhnt hat, ne? So, jetzt kann ich ja nochmal die Achterbahn von oben zeigen. So wie jetzt der Dune und die Anje, die gesehen haben. Guck mal, da ist eine Spinne.
Also Arbeitszeit an dieser Achterbahn sind wirklich so gut drei, 4 Wochen. Und ja, das ist wirklich heftig. Durch dazwischen immer mal so eine Idee, was könntest du noch von Haus hier daneben bauen? Ich glaube, ein paar Häuser sind auch hier schon eingerichtet. Eine Fledermaus hier. Ja. Mhm. Ich habe eben auch gedacht, was fliegt denn hier? Das ist eine Fledermaus. Wo ist der Dune? Da hinten. Da. Hallo. Hallo. So, dann komme ich mal mit, ne? Super. Wohin geht's jetzt? Immer der Annie nach. Sind wir bald da? Sind wir bald da? Da ist ein Creeper. Wo? Ach da. Oh! Ja. Boom hat's gemacht. Der ist aber schnell explodiert, du. Ich hab einen Schlag gemacht. Und jetzt hat Boom gemacht. So. Hier soll, glaube ich, mal ein kleiner Hafen entstehen. Also das Gebäude ist der Hafen. Wo ist der Dune? Ja, warum auch nicht, ne? Mhm. Ich bin da. Ach so. Du siehst das Ganze von außen. Ja. Das Gebäude hier. Ja, ist doch schön. Dann mit dem Boot rein. Hinten ist ja die Brücke, da kann man durch. Weiß gerade gar nicht, ob man... Ach so, ich kann das gerade nicht einsehen. Na egal. Wegweiser kennt mich ja. Hier muss alles ausgeschüttet werden. Korrekt. Dann gehen wir mal wieder zum Spawn. Okay. Der war da irgendwo hier lang. Genau. Hier habe ich noch ein bisschen Strand eingerichtet. Da sind die Dorfbewohner auch selber in diese Loren gegangen. Finde ich übrigens cool. Da sieht das so aus, als würden die ja Urlaub machen. Hier ist das Armenhaus. Ein paar Betten mit Leiter. No. Wo ist der Dune? Ich bin am Spawn. Achso. Ja, wirklich Dune. Gibt's doch nicht. Wo bist du hin? Hinter dir. Ach da. Sieht man das Gebäude auch nochmal von der Sicht hier? Hm? Das hier geradeaus, es ist das Architektenbüro, aber das ist noch nicht eingerichtet. Das mit dem Backstein. Da gefällt mir dieser Kreis dort mit dem Goldblock in der Mitte. Ist cool. Ja. Das heißt jetzt hier drauf hüpfen, oder wie? Ja. Hui. So, jetzt sind wir wieder hier. Ja. Jetzt gehen wir hier hin. Wir sind jetzt in Teilen Südschatten, das wurde komplett auch im Kreativmodus gebaut, betone ich dann nochmal. Aber jeder Block wurde gesetzt und nichts wurde kopiert. Das ist wirklich cool. Großes Werk und ich bedanke mich da auch bei den einen, der das aufgebaut hat. Das hat wirklich nur ein Spieler aufgebaut. Krass. Oh. Oh, wie geil, ein Wikingerort. Hammer. Genau, das ist das Rathaus, wo wir gerade drin waren. Geil. Meine Fresse, so ein Gebäude fehlt auf den Bock gesprungen. Wir können auch mal ins Eins gehen hier gleich mit dem Doppel hier. Das hier. Sau cool. Es ist nicht eingerichtet, aber. Es bietet fett. Oh mein Gott, hat das Platz, hätte ich nicht gedacht. Ja. Wow. Hätte ich echt nicht gedacht. Und da kann man wirklich richtig schön einrichten. Das ist wirklich eine Stadt. Nicht so jetzt wie in der modernen Stadt bei Nizidem, ne? Das ist ja hardcore, wie viel Platz du in dem Ding hast. Die tun ja alles gleich einrichten, das finde ich auch viel besser. Aber wenn man so eine coole Stadt baut, baut man natürlich erstmal die Fassade. Ja, eindeutig. Und sogar hier noch. Also hammergeil, also muss man ehrlich sagen. Echt cool. Mhm.
geht's runter da. Ja, der Platz kommt wahrscheinlich auch, die Räume kommen größer vor, weil ja keine Treppen sind, sondern Leitern. Ja, wobei, wenn du das Haus von außen siehst, das ist natürlich auch das mitunter größte Gebäude, abgesehen vom Rathaus. Aber von außen bietet es eben auch schon eine große Kreativität an, was man da alles so an kleinen Zusatz-Gedingsen reinhauen kann. Es sind so ein paar Wohnhäuser hier die Treppe runter. Ich warte mal, bis alle da sind. Am besten. Ein paar kleine Wohnhäuser, die haben wie gesagt nur einen Raum. Das ist jetzt nicht so groß. Das ist so jetzt eine 21 Quadratmeter Wohnung. Wikingerputze. Genau. Und das hier ist zum Beispiel das erste Haus, was entstanden ist hier. Das sind zum Beispiel die Pferdestelle. Und da sind sogar noch Türen davor, ist sogar ein Pferd drin. Hat das einen Namen? Salam. Zurück. Fertig. Hat das einen Namen? Nö. Genau. Kann man eben auch hochgehen. Und die Häuser, das ist das Coole dran, die sind so gebaut, dass sie wirklich auch zwei Decken haben. Also einen Boden und eine Decke individuell gestalten kann. Seid ihr oben, oder? Ich bin ganz oben. Du bist ganz oben, dann gehen wir mal hoch. Ganz oben ist der Lohne. Ja, das ist der Dachboden, ne? Ich finde den auch richtig schön. Da können wir schön Party-Dachboden draus machen, vor allen Dingen mit dieser Kuppel da hier oben drauf. So eine, ja. Wo nochmal extra, wie nennt man das? Dieses Licht. Dieses künstliche Licht ist ja, wenn du hier eine Fackel platzierst. Natürlich Licht, oder? Tageslicht. Tageslicht. Natürliches Licht. Okay. Hier unten, was du da siehst, vorm See, dieses kleine Türmchen, das ist die Nachtwächteruhr. Die müsste eigentlich angeschaltet sein. Also du siehst wirklich, wie groß der Ort ist, ne? Geht in alle Himmelsrichtungen. Sieht schön aus. Also wirklich, hat was. So, der Dune ist wieder unten. Mama. Der Dune ist schon wieder rausrennen, ne? Ja, der ist ganz draußen. Ja. Südessmen. 12 Kilometer. Sehe ich hier gerade einen 12 Kilometer Tunnel, muss das dann jetzt oder wie? Oder 12 Kilometer? Die Kilometerangaben sind nicht gemäß 1:1. Wir sind ganz unten. Geht's denn hier runter? Außenhaus raus, links. Da hörst du ja schon. Nachtwächterohr in Tal in Südschatten. Wo seid ihr? Immer der Lautstärke nach. Juhu, die Nachbarn. Okay. Hier drüben ist übrigens jetzt ein bisschen leise. Durch das Schiff dort mit den weißen Segeln, der Originalnachbau von der Sprotte. Ja, das stimmt. Cool. Können wir ja auch mal hinschneiden. Da ist es ein bisschen leiser. Ist da auch ein Teleport drauf? Ich glaube noch nicht. Jetzt kommt's, gleich sind wir bei Opa Zero. Also, das wäre schon genial, ne? Hätte was, ne? So serverübergreifender Teleport. Ich glaube nicht, wir haben das ein bisschen anders eingerichtet, ja. Ja. Genau. Nö, aber ihr, also Dune, klick mal einmal mit rechts aufs Bett. Wir haben da nämlich, genau, oder so. Hab schon. Ist Tag, ist schon Tag. Bei uns brauchen wir nämlich nicht schlafen gehen, bei uns brauchen wir nur aufs Bett klicken. Ist so eine vereinfachte Variante. Ja, das ist doch cool. Achtung, Igel Delfino. Igel Delfino. Aber gut, ne?
Ich verwechsel du nur mit der Finosch. Ja. Sehr gut. Ach ja. Geh mal den Hang hoch. Hier soll übrigens ja auch noch Gebäude entstehen. Also der Ort ist noch nicht fertig ausgebaut. Und der reicht schon fast der Hälfte. Also der ist glaube ich schon halb so groß wie Nemea City. Weil die Häuser eben so groß sind und angeordnet sind. Da hinten, oder gehen wir mal Dune hinterher. Das ist erstmal eine große Übersicht über die Dächer. Boah, schön. Richtig krass. Das sieht cool aus. Aber brandgefährlich, die Siedlung. Wenn du dich umdrehst, bevor wir da drunter gehen, gehen wir mal hier lang. Hier ist die Kirche. Ach, gibt's auch noch. Kirche. Natürlich, in diesem Ort muss es ja eine Kirche geben. Der, der Eingang war doch an der anderen Seite. Ist ja geil. Wir haben im Nachbarort eine Holzkirche. Die hätte auch reingepasst hier. Ja, bestimmt. Ist der Dude schon drin? Naja. Er hat den Hintereingang genommen. Ne? Genau. Das ist die schöne Pracht. Schön prunkvoll von innen mit Quarz. Ist ja auch geil, da blättert der die ganze Zeit in sein... Da ich nicht lesen kann, blätter ich einfach lustig in diesem Buch. Hui! Da kann man sich auch hier oben... auf die Empore stellen. Das ist aber keine Empore. Das wäre doch der Platz für den Orgelspieler. Ja, genau, da ist auch eine Jawohl. Orgel oben drauf. Das ist die Orgel. Sehr gut. Hier wird georgelt. Ach ja. Kannst du runterspringen. Mit Schienen. Hammer, ne? Ja. Ich muss dann wieder runterspringen. Aber sehr irritierend mit den roten Gläsern. Ja. Also nicht schlecht, aber halt im ersten Moment ein bisschen ein bisschen ungewohnt. Ungewohnt, okay. Ja. Gut, kann man ja mal von hinten, das ist das Haus von hinten, wo wir gerade drinnen waren, sieht ein bisschen klein aus, ne? Ja. Da sind noch zwei Etagen unten drunter. Das ist ja krass. So, hinten kommen noch größere Gebäude. Das hatte ich gedacht, dass das noch größer wird hier. Vor allem solche Häuser hier. Ja, solche Häuser. Mit Dachüberhang. Ah, nee, wir sind hier hinten. Martin-Behl-Straße, ah, da müsste ich ja irgendwo hin, ne? Martin B. ist bei uns ein ganz berühmter Schriftsteller. Und, ja. Nicht Schriftsteller, er war danach Schriftsteller, er war davor ein großer Nationalheld, ja. Ja, hier geht's gar nicht hoch. Nee. Was? Ich kenne mich ja auch nicht so gut aus, muss ich ehrlich zugeben, ich habe das ja nicht selber gebaut. Genau. Hinter dir ist das Armhaus. Glaube ich. Ja, so. Okay. Und was ist das hier für ein Gebäude? Das sind Botschaften. Also das sind Häuser. Botschaften. Häuser, glaube ich, vom Netzwerk. Also hier alle, die beim Netzwerk mitarbeiten, haben sich hier ein Haus wünschen. Hier ist das Armhaus. Ja. Das Armenhaus sieht aber gar nicht so doof aus, ne? Das ist hübsch. Das ist ein bisschen größer, ist aber Schlauchform. Ja. Ich glaube, ich sollte mal ein Armhaus einrichten, aber das ist dann gewechselt. Ich glaube, das Haus hier drüben, das habe ich eingerichtet. Der Zaun ist so nicht durchdringlich. Ich gehe mal einfach mal hier durch. Upsala. Upsala. Jetzt habe ich was kaputt gemacht. Nein. Ja, das passiert. Anni, geh mal kurz rüber. Jetzt. So, kommt ihr hier durch? Hier rum. Ich suche nur die Tür. Die Tür ist bei mir. Nee. Doch. Bin ich dran vorbeigerannt? Ja, hier ist die Tür. Nee. Wo denn? Doch, hier. Nee. Okay. Ich bin zum falschen Hauseingang rein. Warte mal kurz hier. Schwupp. Hui. Und das hast du aber schön eingerichtet. Ja, ich hatte gedacht, dass ich das eingerichtet hatte. Na egal.
Ich sehe keine Tür. Wo ist denn hier eine Tür? Hier sind sogar zwei Türen, Anni. Ach Gott. Ist das nicht schön geworden? Einmal rum, rundherum gelaufen. Wunderschön. Klasse. Ich hätte wirklich gedacht, dass ich das eingerichtet habe. Ja, hier ist so, so geht's mir auch immer. So ein Gebäude, wie das so eben vorgeplant wird, wo kommt der Eingang hin? Hm? Ja. So schaut das dann meistens größtenteils aus. Hier unten hat er einen Fluss ein bisschen den Hang bearbeitet und hier unten kommt der Hafen und dort hinten. Ich noch schon ein paar Schiffchen da. Ja, nicht schlecht. Könnte ich mir sehr cool vorstellen. Hier unten schlägt das Herz der Stadt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wird er wahrscheinlich gleich auf den Ohren hören. Wenn er dann eine Stunde daneben steht und das auf dem Kopfhörer hat, dann kriegt er Kopfschmerzen. Sehr cool. Jetzt bin ich gespannt, was das sein soll. Autsch. Er wird gleich sagen, oh cool. Geil. Da sind die ganzen Uhren. Ja, die fliegen irgendwie immer mal wieder ab. Keine Ahnung warum. Upsala. Wie geil. Genau, und da drüben ist dann der Hafen. Da wird eben noch, also eigentlich nicht hier drüben, sondern es ist alles der Hafen. Und das ist nämlich mal ein Haus, was wirklich, na, eingerichtet ist, weil das Hafenkonto ist und da stehen keine Drohnen drin, sondern wie eben es früher auch war, wo steht bist das du? Über die Brücke gegangen. Okay. Genau. Die Anni ist schon richtig. Also hier ist der Hafenkonto. Genau. Ach ja. Hm? Ja, ist ja ganz schön was entstanden hier, ne? Mhm, hier geht's dann noch nach oben. Da ist doch dann, glaube ich, nichts mehr. Und es geht noch weiter hoch, da jetzt glaube ich auch nichts mehr, oder? Ist hier noch was? Nein, das ist nee. Also, ich habe das irgendwie anders in Erinnerung. Sei denn, er war noch mal hier und hat eine andere Idee gehabt und dann, ja. Ich gedacht, hahaha, ich hau jetzt mal einfach alle Einrichtungen wieder raus. Best nicht ins Wasser springen. Das wäre... Oh. Weil du dann mit großen Vermutungen auch nicht mehr dort rauskommen wirst. Scheiße. Doch, hier. Dein Glück, dein ist Glück. Ist da Nein geplumpst? Ja. Oh, ich bin auch wieder rausgeplumpst. Da steht was am Schiff dran. Und das Schiff heißt Isabella, gut zu wissen. Das ist Isabella? Isabella. Und wie heißt das Schiff? Hat das einen Namen? Das ist auch Detlef. Ja. MS neben mir heißt das. Ja, das ist doch gut. Stand zwar was anderes drauf, aber ich übersetze das einfach mal. So. So. Coole Sache. Ja, da laufen wir wieder zu diesem markanten Wegpunkt dort oben mit diesem riesengroßen Kreuz. Bam bam. Bam bam. Du brauchst wirklich die Funktion beim automatischen Block hochspringen, oder? Brauch nicht so viel Leertaste drücken. Aber ich glaube, da ist irgendwie so, wie funktioniert dann die Shift-Taste, wenn du dann automatischen Block hochspringen kannst. Stelle ich mir dann immer so die Frage. Genau, hier vorne dann rechts. Und hinten sind riesengroße Gebäude. Wird wahrscheinlich gleich sagen, was? Genau, der hat das erbaut. Also die komplette Stadt hier. Der hat auch jede Villa erbaut.
Mal sehen, ob er das schon eingerichtet hat. Er hat es noch nicht eingerichtet. Wäre vielleicht mal ein bisschen interessant geworden, wenn er es eingerichtet hat. Aber hier hat man wirklich einen wunderschönen Ausblick auf den Sumpf. Das ist doch klasse. Ich bin nur schon mal weitergelaufen, weil ich dieses Gebäude da hinten sehen wollte. Wunderschöne, wow. Schöne Aufsicht. Oh. Auch, ne? Sonnenuntergang genießen. Sehr schön. Oh, krass. Hier ist nichts eingerichtet, oder? Das finde ich ein bisschen schade gerade. Nee, hier waren wir schon. Geht's auch raus. Hier geht's nochmal runter. Ach, da runter, genau. Es gibt ja immer eine unterste Etage, genau. Das Treppenhaus habe ich nämlich jetzt auch gesucht. Weiter runter gibt's nicht. Hier unten sind meistens hier sind die Pferdeställe. Genau, das gibt's nämlich in jedem Gebäude. Und hier ist der Keller. Hier ist der unterste Gang, also man kann auch von unten rein. Irgendwie muss das ja gehen. Gehen wir einfach mal hier rein. Das sieht doch eher eingerichtet aus. Warte, muss ich mal kurz reingucken, haben die einen Namen? Nö. Aber Pferde. Pferde stehen drin, ich glaube, das ist eingerichtet. Ja, das schaut da eingerichtet aus. Hier stehen Kakteen, Eisengitter und blaue Fenster und dahinter ist Glowstone. Ja, das ist ja mal eine Fensterkonstruktion, ne? Mhm. Wer hat denn hier? Ach, das ist die Susanne. Das ist das Haus von der Susanne, müsste das sein. Großes Bett. Das müsste eigentlich... Das hat eine Frau gebaut, Anni. Ja. So sind wir Frauen, ne? Wir richten immer gleich alles ein. Ja, finde ich auch schön. Genau, hier stehen ein paar Kuchen. Die Küche. Okay. Geht's denn nicht irgendwo nach oben? Wo ist das Treppenhaus? Okay. Ich glaube, das ging nicht weiter nach oben, aber... Das Außen nach oben. Oh, schön mit dem Balkon hier. Ja, ne? Die Balkone sind wirklich wunderhübsch. Sogar mit so einer Leine, wenn sie Wäsche aufhängt. Super. Der Dune ist irgendwo anders. Ja, ich stehe hier so vor der Haustür rum. Ich bin bei der Haustür raus, oben. Ah ne. Küche und dann die Tür. Weil du läufst gerade nach unten. Ja, ich gehe über den Keller raus. So, in welchem Haus ist Dune? In diesem riesengroßen Gebäude ist wahrscheinlich. Ach, da ist Dune. Wo warst du jetzt gerade drin? Da vorne in dem Riesending, aber da ist alles unbeleuchtet und auch nicht ja, deswegen genau. Ich weiß aber hundertprozentig, was eingerichtet ist, glaube ich, in meinem Haus hier. Das ist ja ein Brunnen war hier eigentlich in der Mitte. Nur den haben wir dann weggemacht. Über den Winter ist der dann doch despawned irgendwie. Genau, das sind die zwei Admins hier. Müssen wir wieder F1. Wieso schießen die immer auf mich? Du hast so einen Schafsgeruch an dir irgendwie. Wahrscheinlich. Genau. Apropos Schaf, mein Hund will sagt daraus, ich muss mich dann spufen. Immer mit Ruhe. So, das ja, ist die Villa von mir. Holen und ja, wir können ja dann noch eine kurze Pause machen. Ja. Ja. Müssen wir sogar. Ach, schon wieder ein Skelett. Ja, ja auch. Aua. Jetzt ist die Anni auch dran. Ich bin Anni. Ich mache am besten mal Tag, ne? Die habe ich jetzt nicht gesehen. Ich weiß, ich habe sie bloß kommen sehen und dachte mir, ui. So, gibt's sogar eine Klingel. Na, die ist ja urig. Ja, der Flur. Hey, cool. Mit Holzstämmen. Genau, da kann man sich auch reinsetzen.
ein bisschen ITV gucken. Guck mal, die haben jetzt sogar ein Ei raus, hier ist sogar 4D-TV. Ja, nicht schlecht. Mit Ei-Auswurf. Hat sogar USB und Audio in, ne? Kann man auch über Kopfhörer hören. Hier ist das Treppenhaus, genau, hier ist das Esszimmer. Mit der Küche nebenan. Dune guckt über den Tisch. Schaut lustig aus. Aber hier sieht Dunes Abzugshaube mit den Gittern. Dune sieht aus wie so ein kleines Kind. Ich will jetzt essen. Schaut wirklich irgendwie so aus. Ja. haben schon alle rausgenommen. Genau. Ich glaube, das Haus hast du mir schon mal gezeigt. Ja. Ich glaube auch, dass ich das schon mal gesehen habe. So viel kommt mir das bekannt vor. Wir haben aber schon wieder das Bad vergessen irgendwie. Das Badezimmer. An die Tür, an der Tür rennen wir immer vorbei. Mach doch alle Türen auf. Hier ist das Badezimmer. Oh, lass mal duschen. Eine Standdusche und ein Waschbecken. Hier ist ein Handtuch. Das kommst du nicht hoch, Dune. Das. Oh doch, du wirst schon sehen. Wo ist das Bad? Wo ist das Bad? Hier. Wow. Oh. Aber ich muss sagen, Audio In, das hat hier Treibenland nicht. USB hier. Am ITV. Das müssen wir wirklich nochmal ändern. Sorry, mein Handy. Wo ist der Dune? Wo ist der Dune? Wo ist der Dune? Unten rausgelaufen. Sind noch keine Fenster. Unten. Unten rausgelaufen? Ja. Bin doch schon da, hinter dir. Wollen wir da jetzt eine kleine Pause machen, oder? Ja. Nicht schlecht. Okay. Dann machen wir eine kleine Pause und wir sehen uns dann wieder. Voll. In aller Frische. Jo. 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 Bis dann. Wir sehen uns jetzt nach wahrscheinlich einer halben Sekunde wieder.
faces prolong the embraces. We were always on toward the breakaway. But we're nearing chances to wake the day. They're calling you over, the methods are bolder.
Thank you.
Thank you.